Hallo. Das wird jetzt oder wieder Gamescom hier aufnehmen, also vom Hotelzimmer da. Okay, Mimi einfach Gericht ab Red zu finden. Nee, was? Einfach den Gericht ab Red. Es geht darum, dass Mimi mit dem nächsten Sherlock-Moment ab Red mal wieder komplett hops genommen hat. Real Talk, ich frag mich schon wieder, wo Mimi einfach diese Aufnahme her hat. Diese sogenannte Internetdame ist verboten. Maybe geht ein TikToker bald ins Dschungelcamp. Nero legt sich mit der ARD an und ich bin gerade auf der Das Dschungelcamp, juhu. Kommen deswegen heute mal so ein kleiner Location-Switch. Und zwei Streamer haben sich auf der Gamescom vorhin quasi geboxt. Wilde Woche gewesen, aber... Gut, Digga, da haben wir schon... Wer kriegen wir noch? Aber jetzt heißt erstmal, wie immer... Wie das Intro? Geboxt ist doch... Also, das war doch etwas weniger als Boxen, oder? Die Thematik Mimi vs. ApoRed geht in die nächste Runde. Beim Entschuldigungsvideo Nummer 7 konnte Mimi anhand von... Nach dem Video werden wir mehr Kontext haben, nehme ich an. ApoRed beweisen, dass Apo halt eben aktuell gar kein Geld mehr auf seinem Konto hat. Cringe. Wie auch immer er an die Kontoauszüge einfach gekommen ist. Das ganze Game geht jetzt aber weiter. Und zwar hat Apo ja des Öfteren seinen Range Rover gezeigt und ich sag mal so, jeder konnte sich schon denken, yo, das wird nicht seiner sein. Aber jetzt konnte Mimi halt eben zu 100.000% beweisen, dass Apo mal wieder nur labert und es halt eben nicht sein Auto ist. Die zweite Sache, die ich korrigieren wollte, ich meinte, dass ApoRed das Nummernschild vom Range Rover zensiert hat, weil da sonst vermutlich ein fremdes Nummernschild zu sehen wäre. Aber ich habe sein Video dann nochmal komplett aus Versehen über meine Festplatte abgespielt und plötzlich war die Zensur weg. Mensch, aber was es nicht alles gibt auf der Welt. Weil ich habe das in meinem Video schon gesehen. Ich verstehe nicht, wie. Hat er das Original vom Cutter bekommen? Also hat er das erste Originalvideo, wurde das da nicht raus? Also hat er dann, wurde das da nicht zensiert? Wie hat er das Dings bekommen? Ich verstehe das nicht. Ich komme darauf gar nicht klar. Oh. Richtige Hacker, der da mies recherchiert. Und dann erzählt er uns etwas von einem Undercover-Wagen. Na, so ein Schnacker, Digga. Oh. Sachsen, gefällt das? ApoRed, wieso ist da kein Kennzeichen? Und wieso hast du das zensiert? Und wie soll dich jetzt eigentlich... So ein dummer, missgünstiger Penner in deinem 120.000 Euro, 600 PS breit gebauten Range Rover ohne Kennzeichen warum cruisen sehen? Fragen über Fragen. Naja, wie dem auch sei. Aber Digga, wirklich, wie... Warum ist das hier so aufgeploppt? Sich eine Mimi anzulegen, war gefühlt der größte Fehler, den ich hätte machen können. Digga, Mimi, wo hast du die Aufnahmen her? Oder anders gefragt, wie schnell macht Apo das heißt Red. Sich Feinde, dass halt eben ein paar Monate nachdem diese eine Aufnahme entstanden ist, der Dude, der die Aufnahme gemacht hat, die Sachen jetzt schon an Mimi weiterleitet und die Sachen leakt. I don't get it. Aber mit dem Zeigen, dass Apo halt einfach ein nicht vorhandenes Nummernschild zensiert hat, hören die Sherlock-Aktionen ja nicht auf. Und zwar sucht gerade der deutsche Staat Apo Red. Weder das Gericht weiß, wo er ist, noch das Einwohnermeldeamt weiß, wo er ist. Der Staat weiß nicht, wo er ist und möchte halt das halt gerne wissen, weil... Hat er nicht irgendwie so Adressen, die er angeben muss oder so Zeug? So, wenn er, also, auch wenn so ein Konto muss, dann, also, wie? Weil er halt eben seine Strafen und auch seine Rechnung nicht begleicht. Wirklich nie. Wie kann das sein, dass man sich so einfach vom deutschen Staat versteckt, wenn man in Deutschland lebt? Also, der hat doch... Niemand weiß, wo Apo ist. Naja. Bis auf einer natürlich, ne? Leider kann man ApoRed nicht catchen. Es weiß weder das Einwohner... Digga, Mimi weiß, wo ApoRed ist, aber der scheiß deutsche Staat kriegt es nicht Meldeamt noch das Gericht, wo er ist. Und nein, es ist nicht die Adresse, die er bei der Bank oder bei den Insolvenzleuten angegeben hat. Da hat er nämlich noch nie gewohnt. Aber wer könnte denn jetzt noch die Adresse wissen, wenn weder das Gericht noch... Oh mein Gott, dieser sogenannte Mimi. Noch das Einwohnermeldeamt. Ich erinnere mich an die Stelle vom Video gar nicht mehr. Holy shit, ich sollte mir auf doppelte Geschwindigkeit mit einem halben Ohr gucken. Die Bank oder die Insi-Leute die Adresse wissen. Ja, dreimal dürft ihr raten. Ja, meine Festplatte natürlich. Die aktuelle Adresse selbstverständlich nicht leaken. Ich wollte ganz kurz sagen, Moment mal, hat er geleakt? Genauso wie ich nicht leaken werde, in welcher Garage der Range Rover gerade steht. Ich kann aber so viel garantieren, dass es nicht ApoReds Garage ist und auch noch nie war. Der fucking deutsche Staat weiß nicht, wo ApoRed ist und Mimi kann die Information einfach so rausgeben. Digga, wie machst du das? Dazu deckt Mimi natürlich noch weitere Lügen und Unwahrheiten von ApoRed. Digga, wirklich, der ApoRed muss es so hart bereuen, dass er gegen Mimi Streich gesucht hat. Also wirklich. Red auf, es ist wirklich krass, wie tief dieser Mann in dieser Materie drin steckt. Respekt oder so, keine Ahnung. Aber ey Bruder, solltest du mal was gegen mich haben, kommen wir auf ins Café, wir reden eine Runde. Oder wir klären das auf dem Box-Event von Trimax. Können wir auch gerne machen. Such dir eine Sache aus. Gibt's ein neues? Kannst aber auch gerne anrufen.
Dazu, sollte es zwischen Mimi und ApoRed in die nächste Runde gehen, halte ich euch natürlich hier auf dem Kanal auf dem Laufenden. Deswegen abonniert gerne rein, falls ihr nicht verpassen solltet. Also nächste Runde ist, ApoRed macht was Peinliches, Mimi nimmt in deine drei Videos absolut hops. Das sind eigentlich die Runden. Wollt. Aber jetzt gehen wir erstmal weiter. Nein, ApoRed hat wieder den Insi-Modus. Nächsten Thema. Okay, ganz kurze kleine Mini-Short-News. Und zwar ist ja gerade Gamescom und naja, ich muss eigentlich nichts dazu sagen. Dieses Video hier geht gerade auf Twitter von der Gamescom viral. Ist das der in GTRP Montana Black gespielt hat, der mit Dick mit Monte war, aber jetzt muss ich sagen. Da ist orange. Der sieht gut aus. Muss ich ganz ehrlich sagen, orange. Ist das nicht der Technik-TikTok-Mann? Der ist der Technik-TikTok-Mann! Den mag ich. Der Newstime! Was macht der Newstime da? Das war der Newstime, Mann! Oh Gott! Sorry, Technik-TikTok, Mann, dass ich mit Herrn Newstime verwechselt habe! Oh, der wirklich orange, der sieht gut aus, aber ich glaube, der war gar der falsche Situation. Screws, der sieht gut aus. Der Mr. Trashback ist auch da! Und? Da war Mr. Oh mein Gott, da war Mr. Trashback! Oh mein Gott! Der Newstime und freaking Mr. Trashback! Ich bin noch nie so glücklich im Leben gewesen. Und ich check's nicht, Alter. Die Gamescom ist halt einfach eine Messe, wo sich irgendwelche verschwitzten Nerds einfach treffen, einfach zocken wollen, irgendwelche. Weiß ich nicht, irgendwie spielen neuen Avengers. Die testen wollen ETC und dann muss man da so ein Hack mitmachen. Das ist, also, ganz ehrlich, die Gamescom ist doch eigentlich. Also mehr jetzt YouTuber-Fan-Treffen, oder? Als ich guck mir neue Spiele an. I don't know, finde ich mies und cool, muss ich ehrlich sagen. Auch einfach mit einem Becher auf eine Frau einzugehen, irgendwie so zweimal draufzuhauen oder so. Digga, ich denke mir so, was soll die Scheiße? Bro, for real, was soll die Scheiße? Was ist da passiert, Mann? Ich hoffe, es gibt irgendwie Konsequenzen, weil ich finde das mies uncool. Ich finde sowas gehört. Ich gehe mal genaueren Kontext nicht als warum, also was passiert so, ich will gerne wissen warum und also. Weiß ich nicht. Wie wenig Selbstkontrolle muss man haben, wenn man weiß, ey, ich bin gerade auf einer Messe, wo eh jeder gerade irgendwie mitfilmt und 10 Millionen Kameras sind und dann boxt man trotzdem auf Leute ein oder, weiß nicht, bewirft sie nur mit einem Becher. Ich check's nicht. Aber jetzt geht's weiter zum nächsten Thema. Geht der TikToker 24Tim 2023 ins Dschungelcamp? Oh nee, eigentlich hoffe ich. Ist das nicht Dschungelcamp, wenn deine Karriere vorbei ist und du irgendwie nochmal versuchen willst, rauszukommen? Dieses Gerücht macht auf jeden Fall gerade auf TikTok die Runde. Ja gut, TikTok-Gerücht, scheiße. Ja, weil es gibt halt eben einen Bildartikel. TikTok-Gerücht ist noch. Es gibt Bildartikel! Also wow, jetzt der journalistische Standard ist ganz hochgesetzt. Da wird selbst Twitter neidisch. Wo halt eben über die ersten drei Kandidaten so ein bisschen gemunkelt wird. Und dort wird halt eben als Quelle ein Bild von 24Tim erwähnt. Ich dachte zuerst, diese TikToks darüber seien fake, weil ja, das kann man halt so schnell easy manipulieren. Aber für Recherchezwecke habe ich tatsächlich mal die Bildseite besucht. Und tatsächlich, es stimmt, die benutzen wirklich 24Tims Instagram-Bild dort als Quelle für irgendein Foto. Ich kann mir sehr gut vorstellen, bei Let's Dance mitzumachen oder im Dschungelcamp. Ja, kann ich mir sehr gut vorstellen. Deswegen mal gucken, vielleicht ist 24Tim nächstes Jahr im Dschungelcamp. Würde mir leid tun für ihn, aber... Könnte auf jeden Fall interessant werden. Und Tim, ich bin auch auf deinen Song gespannt, weil meine Parodie über deinen Song steht dann auf jeden Fall direkt in den Stimmt, der macht neun. Das weißt du. Und ja, weiter zum nächsten Thema und vielleicht wird der besser jetzt Bling Bling, auch wenn ich Bling Bling... Also, ich fand's nicht gut, aber ich find's jetzt nicht so schlimm, um ehrlich zu sein. Ich bin aber wirklich auf seinen Song gespannt und weil... Ich bin so gespannt! Wieder drauf zu machen. Das letzte war... Hat Spaß gemacht, sag mal so. Das Thumbnail, das war auch stabiles Thumbnail, ganz ehrlich. Da hatte ich ganz gut, ich glaube, ich hatte das im Stream gesehen. Ich dachte ganz, ich habe ganz schnell den Monitor weggestellt, weil ich dachte, das könnte gefährlich werden. Ganz kleine Mini-News in eigener Sache. Und zwar bin ich ja hier gerade auf der Gamescom. Und ich habe für meinen zweiten Kanal mal wieder was gedreht. Und zwar ein Wenn ich du wäre Extreme mit dem lieben Elias Need to Know. Hallo, guten Tag. Der ganze Bums wird natürlich als Special-Video auf meinem zweiten Kanal released. Deswegen, falls ihr auf so Wenn ich du wäre Challenges oder. Auch jetzt zum Beispiel jetzt am Sonntag kommt eine Lachflash-Challenge. Falls ihr auf sowas Bock habt, schaut gerne auf meinem Zeitkanal vorbei. Jeden Sonntag. Auf dem Bild hier war noch ein bisschen dicker, hat abgenommen. Kommt dort ein Special-Video, wo wir uns auch echt Mühe geben, muss ich sagen. Deswegen. Digga, ich vergesse mal wieder, dass TJ einfach mal der Cut auf dem Rezo war, Alter. Schaut da vorbei und vielleicht sehen wir uns dort in den Kommentaren. Würde mich freuen.
Andrew Tate wurde auf sämtlichen Plattformen gesperrt. Richtig und richtig. Letzte Woche habe ich ja noch darüber berichtet, was Andrew Tate eben für ein Ekelmensch ist. Und kurz nachdem das Video online ging, kam auch die Meldung, dass Andrew Tate auf ungefähr jeder Plattform gesperrt wurde. Und das Internet ist mal ganz kurz komplett ausgerastet. Also halt einerseits ausgerastet, weil sich halt eben die meisten gefreut haben, dass er halt jetzt weg vom Fenster ist. Aber auch andererseits ausgerastet mit Memes. Das Internet ist voll auf Andrew Tate Band Memes. Und ich liebe es. Da hab ich's gesehen, holy shit. Gab's das Meme, dass Andrew Tate jetzt auf GOM HD gebannt wurde? Oder Andrew Tate is permanently banned from League of Legends? Doch, doch, eins hab ich gesehen von, Andrew Tate is permanently banned vom Heidelberg Soltau. Auch Ryanair hat gepostet. Andrew Tate. British Airways Flights. Getting cancelled. Hey, diesen Digger. Good one. Fand ich funny. Oder auch so dumme Scheiße wie Andrew Tate is permanently banned from Halal Grill. Oder auch mein Favorite. Band nicht. Und zwar Andrew Tate is permanently banned from Zitaliena beim Parkhaus. Fand ich einfach sehr, sehr gut, muss ich sagen. Und ja, auch echt schade, dass Andrew Tate jetzt auch aus dem Internet weg ist. Also tragisch, den traue ich morgen noch nach. Schade. Okay, war ein funny Thema, aber lass uns mal weiter zum nächsten Thema kommen. Aktuell legt sich der YouTuber Just Nero mit der ARD an. In dem Beef zwischen den beiden wurde ein bisschen gelogen und eine der beiden Parteien hat auch versucht, die andere Partei so Vraska, servus. Ein bisschen zu diffamieren, sagen wir mal. Aber ja, die Öffentlich-Rechtlichen geben sich Mühe, ein Großteil von deren Zeug ist wirklich cool. Und da gibt es Einzelfälle, wie Rechtsextreme bei der Bundeswehr, alles Einzelfälle. Ganz kurz erstmal zwei Steps zurück, was ist überhaupt passiert? Mein Homeboy Nero hat vor ein paar Wochen ein Video mit dem Titel Die Zerstörung der ARD hochgeladen. Über den Titel lässt sich keine streiten. Ja, die Titelnummer ist einfach nicht gut, weil es war, die ARD ist halt was viel, viel Größeres. Es war eine Doku, die shit war. Aber worüber man sich nicht streiten kann, ist, dass er halt eben eine Reportage aus dem Reportageformat Rabiat komplett zerlegt hat. Er zeigt zum Beispiel auf, dass dort echt schlampig recherchiert wurde und auch sehr oft einfach Dinge... Digga, White Collective Everyday, holy shit, die geben sich größte Mühe und das aber nicht oft. ...verdreht wurden. Zum Beispiel stellt die Doku Aline Bachmann als großes Mobbing-Opfer dar, ohne aber... Heute ist Random Day, heute nehmen wir Hauptkanalzeug auf, deswegen habe ich wieder Anzug an. ...nochmal zu erwähnen, dass sie für die Kritik an sich selbst... Ich sterbe, ja, das ist quasi mein Ende nach. ...einfach selber verantwortlich ist. Dazu kritisiert die Doku noch, dass die Hater eben zu Opfern von Mobbing nach Hause fahren und die halt eben dort belästigen. Aber die Doku fährt selber zu Opfern von Mobbing nach Hause und belästigen sie dort. Das klingt ja erstmal aggressiv geil. Es sind noch sehr viele weitere krasse Dinge passiert, die Nero sehr gut in seinem Video aufgezeigt hat. Aber das würde einfach den Rahmen sprengen, um das hier alles zu erwähnen. Falls ihr Bock habt, da voll im Bilde zu sein, guckt euch einfach Neros Video an oder auch gerne meine Reaction auf meinem Zweitkanal. Okay, schade, dass Werbung nochmal hinterhergeschoben, dreckig der Mann. Aber wenn man jetzt sagen würde, ey, Jungs, tut uns leid, das war einfach großer Bockmist. Na, nee, die Öffentlich-Rechtlichen, die schreiben ellenlange Kommentare und dann machen sie drei Monate das gleiche wieder. Keine Ahnung, da haben wir ein bisschen ins Klo gegriffen. Passiert halt mal, sorry, danke für die Kritik, kommt nicht wieder vor, wir lernen daraus. Wäre aus meiner Sicht halt alles Gucci. Aber das machen sie halt nicht, sondern ganz im Gegenteil, sie nennen ihr... Nee, hab ich noch nicht. ...Reportage einfach... Gibt's ja auf Soundcloud, dann kann man rein. ...einen journalistischen Quantensprung. What the fuck? Aber was sagt die ARD bzw. das Reportageformat Rabiat genau zu Neros Vorwürfen? Zum Beispiel auf die Kritik, dass der Hauptprotagonist der Doku-Reihe einfach rechtsradikale Dinge auf Facebook liked. In Germany say Patriot. Und auch in rechtsradikalen Gruppen selber drin ist, sagen sie folgendes. In Germany say patriotische Gruppen. Auf die Frage, wieso Vincent, der augenscheinlich ziemlich rechts ist, unter anderem ersichtlich durch die Facebook-Gruppen, die Sachen, die er liked, die Sachen, die er teilt und so ein paar weiteren Punkten, die ich später im Video, wenn ich hierauf im Detail eingehe, präsentieren werde, eine Bühne geboten wurde, kamen ein paar Antworten. Oh, der Kaiser, wir brauchen den Kaiser zurück. Vinzenz Ambivalenz. Ganz kurz, war da Franz Josef? Eingehe, präsentieren werde, eine Bühne geboten. Oh Mann, Franz Josef mit Sonnenbrille, oh das... Georg Friedrich, Prinz von Preußen, das kann nicht wahr sein, oh nein. Geboten wurde, kamen ein paar Antworten. Vinzenz Ambivalenz. Digga, der ist so eine Witzgestalt, wirklich, der Mann, tut mir auch ein bisschen leid, dass er der ist. Valenz, seine Abgründe, seine Defizite stehen im Mittelpunkt der Reportage. Nach unseren Recherchen war und ist Vincent nicht in der rechten Szene aktiv. Das kannst du dir nicht ausdenken. Also Vincent hat sich mittlerweile, laut eigenen Aussagen, Quelle, vertrau mir, Bruder, von rechten Gruppen distanziert. Das hat er gesagt, dass er nichts mehr mit rechten Gruppen zu tun hat. Aber nee, der hatte nie was mit Rechten zu tun, auch wenn er selber sagt, er hat sich distanziert, nee. Ja, GG.
Da wird auf jeden Fall gut auf die Kritik eingegangen. Beziehungsweise, ich glaube einfach, dass die bestimmte Dinge auch einfach nicht so wahrhaben wollen vielleicht. Und so geht es weiter. Zum Beispiel mit dem Punkt mit Rezo, wo ich auch schon selber in meiner Reaction angemerkt habe, dass die Quellenangabe YouTube Rezo eine beschissene Quellenangabe ist, weil wenn man mal recherchieren möchte, wurde das vielleicht aus dem Kontext gerissen oder was hat Rezo sonst noch dazu gesagt? Ja, findet man es halt nicht, weil dieser Mann hat ein paar hundert Stunden Videomaterial online. Lol, wie soll ich das Video finden? Aber auf jeden Fall lügen sie einfach in ihrer Antwort auf die Frage, wie sie dann eben rechtfertigen können, zu behaupten, dass durch Rezo Aline Bachmann gemobbt wird. Wie wollt ihr rechtfertigen, dass der YouTuber Rezo unterschwellig dafür verantwortlich gemacht wird, dass Aline Bachmann gemobbt wird? Wir geben Rezo keine Schuld am Game um Aline Bachmann, aber wenn ein reichweitenstarker YouTuber wie Rezo solche Kritik äußert, kann das Hating gegen Aline Bachmann zunehmen. Auf diesen Zusammenhang weist die Reportage hin. Und naja, das stimmt halt nicht. Die haben in ihrer Reportage gesagt, dass ein Video von Rezo der Kick-Off... Ja, Rezo, der populistisch bis in die blauen Haarspitzen... ...Moment für Mobbing sein kann. Und man muss halt eben keine Recherche gehen. Ey, mein Gesicht ist was hat der für schlaueste Wort gesagt? Auf jeden Fall Mobbing. ...sein, um feststellen zu können, dass ihre Antwort einfach eine Lüge ist, weil hören wir doch einfach mal in die Reportage rein. Ein Video bei Rezo und ähnlich großen YouTubern kann der Kickoff sein für eine Hater-Community, die Aline Bachmanns Leben zerstören will und das dann Spiel nennt. Und naja, Kickoff heißt halt eben Anschluss bzw. Startschuss. Anschluss? Also sie reden halt eben hier darüber, dass ein Rezo-Video der Startschuss für eine ganze Mobbing-Community sein könnte. You tracked real talk, man, seitdem Rezos Video gemacht hat, ich mobb die aggressiv. Und hier reden sie darüber, dass ein Rezo-Video die Hater-Community einfach nur ein bisschen mehr befeuern könnte. Sorry, aber... Das ist... Ich glaube, der Mann hat die Bilder vertauscht. ...nicht das Gleiche. Man muss aber auch dazu sagen, dass sie bei Nero halt eben nicht so zimperlich sind. Bei ihm sagen sie einfach, dass seine Videos aktiv zum Mobbing-Game beitragen. Just Nero hat mehrfach Videos über Aline Bachmann auf seinem Kanal veröffentlicht, die seine Reichweite stützen und die zum Mobbing-Game beitragen. Just Nero ist in der Auseinandersetzung mit unserer Reportage deshalb ganz eigenen Interessen verpflichtet. Sie stellen es so dar, dass Videos von Nero einfach nur dazu beitragen, dass Aline Bachmann mehr gemobbt wird. Und erwähnt in ihrer Stellungnahme einfach nicht, na, dass... Na, cringe wäre das nicht so süd, würde ich behaupten. ...Nero einfach nur Missstände bei Aline Bachmann aufzeigt und Aline Bachmann sehr, 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 eigentlich alles dazu beiträgt, dass man sie einfach kacke findet. Also... Aber ja, wirklich, also die geben sich auch echt Mühe, unbeliebt zu sein. Ich kritisiere Missstände, die öffentlich passieren. Aline verursacht diese Missstände. Euch ist bewusst, dass Aline ebenso gegen mich feuert, sogar härter als ich gegen sie, dass sie mich verleumdet, weil mein Ruf kaputt geht, nicht deiner, und bedroht, dass Aline ebenfalls mehrfach Videos und Streams über mich gemacht hat, dass sie mich und andere doxen wollte. Wo, warum, wann, warum sprecht ihr das nicht an und stellt die Situation so einseitig hin? Fairerweise muss man aber zu sagen, dass Nero der ARD natürlich auch in einigen Punkten recht gibt, also wo er sagt, ja, das stimmt so, was ihr da sagt, klar. Aber nur weil eben ein paar Punkte stimmen, macht es halt eben nicht besser, dass viele Punkte halt eben auch einfach Dogshit sind. Abschließend in der Thematik kann man auch sagen, dass man beim Fall offen und ehrlich sehr gut sehen konnte, wie die Communities aufnimmt, wenn man einfach eine offene und ehrliche Antwort macht. Sie haben gesagt, ey klar, Fehler wurden gemacht, tut uns leid, haben sich gerecht. Das war ein gutes Statement. Fertig, haben sich erklärt, warum die Fehler passiert sind und anhand einfach der Bewertungen vom Das ist schon ewig. Ich würde vermuten, das wird ein neues Drachenlord-Ding. Hoffentlich nicht so mit dem Ende. Also das Drachenlord-Ding ist ja auch noch nicht zu Ende. Aber ich hoffe, dass das nicht so extrem wird. Aber ich nehme an, dass das ein Drachenlord-Ding wird. Tick-Video, beziehungsweise vom Video über Rezo am Anfang zu dem Entschuldigungsvideo kann man ja ganz klar sehen, jo, die Community, die ich hier noch gehatet habe, nimmt es hier halt gut auf und sagen, ey, klar, Fehler wurden gemacht, aber cool, dass ihr das lernt. Hoffentlich kommt es nicht wieder vor. Man war einsichtig, hat sich entschuldigt und... Die Sache ist gegessen. Und ich check halt nicht, warum das hier halt nicht gemacht wurde, weil die Punkte sind eigentlich auch sehr klar. Naja, vielleicht geht der ganze Beef in die nächste Runde. Ich hasse dich von Herzen. Und dann halte ich natürlich hier gerne auf dem Laufenden. Deswegen aber ich nicht rein, was ihr kennt, das ganze Buch redet, bababapapapo. Ach, und schaut bei Nero vorbei, der gibt sich gerade sehr viel Mühe bei seinen Videos. So, das war's mit der Wochenshow für diese Woche. Falls euch die Wochenshow gefallen hat, lasst gerne. Nein, sie hat mir nicht gefallen. Ich denke immer, wenn er erst abmoderiert, denke ich, Moment mal, warum heißt das Wochenshow? Oh Mann. So einen eigenartigen künstlerischen Österreicher gefällt das, weißt du, ich meine?